Oh, das ist der falsche Screen. Hallo, aber Hallihallöchen. Nee, ich wollte mit euch hier hin. Ja, wenn wir das machen mit dem Boykottieren der Zeitumstellung, heißt das dann also, Jenja ist ausnahmsweise zu früh am Streamen, Jenjis. Schön, jetzt wurde es nochmal vorgelesen. Hallihallöchen. Hallo und willkommen in meinem Stream. Heute mit Handcam wieder. Oh, warte. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Kirito, danke für 11 Monate auf Tier 3. Dankeschön. Oh mein Gott, dankeschön. Bam, 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 bam. Ein großes Sabo, Giga Sabo. Yeah. Oh mein Gott. Bunte Eier. Leute, guckt euch meine Eier an. Ich habe die gestern extra noch gefärbt. Warte, ich kann mich vielleicht mal... Aua, werde ich mit einer Nuss beworfen. Pack mich mal hier so ein bisschen an die Seite. Guckt euch meine Eier an. Ich habe mir extra so eine Farbe gekauft. Extra so eine Farbe gekauft. Die hieß Pastellzauber. Und jetzt habe ich mir meine Eier Pastellen gefärbt. Ist das nicht toll? Ich habe pinke Eier. Ich habe lila Eier. Ich habe blaue Eier. Colored Eggs, OP. Ich habe grüne Eier. Ginger, please. Hä? Was, please? Ich habe mich voll machst du eigentlich heute noch einen Short, in dem du allen frohes neues Jahr wünschst? Wenn ich nochmal so einen Short mache, dann kriege ich die Krise. Ich kriege so viele Hasskommentare. Ich kriege jetzt schon mit meinen Trigger-Shorts so viele Hasskommentare. Das reicht mir für die nächste Zeit erstmal. Ich mach mal kurz meine Flügelis. Kleiner, dann seht ihr ein bisschen mehr vom Tisch erstmal. Hier, guck mal, ein grünes Ei. Ich habe ein grünes Ei. Ich habe die hier, liebe ich. Die Farbe ist so schön. Ja, irgendwie sieht auf der Cam nicht so schön aus. Aber das ist ein richtig schön rosanes Ei. Rosa Ei. Und ich habe ein blaues Ei. Leider ein paar weiße Flecken drauf. Oder das hier ist, glaube ich, schöner. Das ist schöner. Ein blaues Ei. Ist ein bisschen aufgesprungen. Dem geht es nicht mehr so gut, aber sonst. Blaues Ei. Und warum haben wir Hype Train Level 4? What the fuck? Beruhigt euch mal. Oh, ein lila Ei. Lila Ei. Wow. Boah, ich kann mit Ostern nicht. Ich bin hart allergisch gegen Eier. Jüngerleid, das ist mein Kryptonite-Feiertag. Leute, ich habe tatsächlich noch nie Ostern gefeiert. Ich musste bestimmt 5-mal nachfragen, ob das überhaupt okay ist, am Ostersonntag noch Eier zu bemalen. Die Antwort war, eigentlich macht man das schon einen Tag vorher, aber ist okay. Kann man noch machen. Ist in Ordnung. ist okay, kann man noch machen. Und dann halt essen am Sonntag. Und ich war so, oh, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt. Ich habe mir Stifte gekauft. Hier sind Stifties. Ich habe im Internet gelesen, irgendwie wasserfeste Marker oder so sind fein. Dann habe ich mir hier so, das ist ein schwarzer Marker. Das hier, was ist das? Metallic, also so Metallfarben. Ach so, stimmt ja, Jinja, nun frohes Neues allerseits und alles Gute zum Geburtstag, Jinja. Domit, ich habe irgendwie ein bisschen gedacht, als du gestern gemeint hast, du, hast mit dem Shop-Release jetzt nicht mehr so die Kapazitäten. Ich habe irgendwie gehofft, dass es aufhört dann. Aber okay, du, es ist schön. Du kannst dir, nimm dir gerne die, ja, mach, also, ja, es ist schön. Dankeschön. Ah, dir auch frohes Hanukkah. Oh Gott, habe ich gestern was verpasst mit Merch? Ja, gestern gab es den... haben wir den Launch des Leitmotiv-Shops gefeiert. Da gibt es ganz viel neues Merch von mir, aber auch von den anderen Leitmotiv-Mitgliedern. Ja, wo kann man das kaufen? Jetzt erhältlich im offiziellen Online-Shop. Yes! Wir haben jetzt einen tollen Online-Shop. Guckt gerne rein. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Oh, Jinja hat ja echt schöne große Eier. Jinja, po, guten Morgen und frohe Ostern an alle. Hier ist alles Gute zum Wurzeltag. Kappa, Jinja, love. Jinja, Panzu. Danke schön.
Frohe Ostern auch an dich. Weißt du, Paul, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute dir zum Geburtstag. Ich kann das nicht mehr. Oh, Empty Sun, Dankeschön für 27 Monate. Hallo ihr. Danke für 400 Bits. Tunan, Dankeschön. Joshi Nigami, danke für 22 Monate. Dankeschön. Ey, Leute, schön, dass ihr alle da seid am Ostersonntag. Oh, schön, dass ihr hier dabei seid. Ich habe noch nie, by the way, Eier bemalt. Ich habe auch noch nie welche gefärbt. Das ist gestern mein erstes Mal gewesen. Beim Färben dachte ich so, Mann, ist Eierfärben sinnlos. Also, ich habe es noch nie gemacht. Dann dachte ich so, ich probiere es mal. Ne? Habe ja gestern schon mal für heute vorgekocht und gefärbt. Ich habe nur gesagt, dass ich diesen Monat nicht mehr belle. Und der Monat ist morgen rum. Kann ich irgendwie noch meine Kündigung einreichen? Kann ich irgendwo noch gehen? Dankeschön, Domit, für die 200 Pins. Dankeschön. malst du dann das, was wir dir sagen? Ich will ein paar Vorschläge von euch malen, yes. Also eine Sache will ich safe machen. Und zwar Chat. Ich will safe auf 1 Chat malen. Das wird bestimmt richtig abgehen. Dankeschön. Ah, danke fürs Pop-Bald. Ah. Hey, das kam war sogar von Alex. Dankeschön, Alex. So, ich werf meine Packung da mal weg. Oh nein, ich hab ja... Ich bin dumm. Ich hab hier gar nichts aufgemacht. Au. Au, au, au! Jetzt lass mich doch... Was habt ihr denn? Empty Sun, dankeschön. Dankeschön für 600 Bits. Hello, I'm drunk. Ist das so ein Ding? Erstmal, oh, erstmal Ostermorgen, erstmal richtig fett abschießen. Ist das so ein Ding? Wirklich, ich hab's nie gefeiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts. Ich muss immer nur nachfragen, wie andere das feiern und dann kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Guten Morgen zusammen, it's Kaffee und Jinja-Zeit. Wünsche euch allen schöne Feiertage. Jinja Kaffee in Jalöwe. Ich hab schon viel zu viel Kaffee getrunken. Mein Herz will gar nicht mehr. Oh mein Gott. Man meinte schon. Lini! Nein, beherrsch dich, Lini. Pizzi, danke schön für 33 Bits. Hä? 300 Bits? Guten Morgen. Guten Morgen. Verprügelt nicht Gingers Eier. Nein. Nein, meine Eier sind mit Vorsicht anzufassen. Das sind ganz, ganz tolle Eier, ja. Die sind mit Vorsicht zu berühren. Ja, ja. Ja, ja. Oh mein Gott, die sind alle so toll. Jetzt, wo ich sie gefärbt habe, habe ich irgendwie so eine... Die sind wie meine Babys. Irgendwie jetzt, wo ich sie gefärbt habe, habe ich so eine Bindung. Ich will hier cozy meine Eier anfassen. Mann, Yashin. Nee. No. Oh. Ich sag's immer wieder, ich hätte einfach in Japan bleiben sollen. Ich hätte einfach Babys, die nach 3 Tagen abartig stinken. Nach 3 Tagen schon? Junge. Insgesamt 10 zähle ich hier. Ja, es sind 10 Eier. 10 Eier heute. Was machst du mit deinen abgekochten Eiern, dass die nach 3 Tagen olle sind? Ich dachte auch so, hä? Also ein bisschen kühlen musst du die vielleicht, aber sonst... Oh, erst ist der Shop dein Kind und dann jetzt ein halbes Dutzend Eier. Ja. Ja. Leute, ich wünsche euch auch frohe Ostern. Ich finde es schön, dass ihr den Ostergeist so in euch tragt und im Stream verbreitet. Dankeschön. Belamen. Yes, heute werden Eier belamelt. Ah, Kühlschrank ist immer zu voll. Ja, dann ist schwierig, ne? Wenn du sie anpiekst, dann stinken sie nach 3 Tagen. Ich habe die alle angepiekst. Guck mal, da ist ein Loch. Chat. Danke, Bro. Ja, bitte, Bro. Hier, guck mal ins Loch. Warte, ich habe hier noch ein Loch. Guck mal, da ist noch ein Loch. Seht ihr das? Da ist ein Loch. Guck mal, hab die alle eingelocht. hier, guck mal. Ach, Nimaro, danke für die 400 Bits. Ha, reingeguckt.
Ach, Leute. Wisst ihr was? Ich will gleich mal anfangen, überhaupt mal auszuprobieren, ob diese Stifte überhaupt malen mit einem Motiv. Hm, zeigst du uns gerade deine Löcher? Ja, ich zeige ein paar Löcher. Hier ist auch ein Loch. Guck mal, Loch. Kegelkraft, Dankeschön für 36 Monate. Dankeschön. Leute, ich muss aber gestehen, ich muss mal kurz aufstehen. Ach, mal ganz kurz, ich habe was vergessen. Was Kleines. Moment, ich bin in 0, nichts wieder da. Bis gleich. Hallo! Wir haben immer noch Hype Train. Wieso? Hört doch auf, Leute. Hey. Oh, Leute. Wenn ich schon hier sitze, guck mal. Aua. Hallo, warum werde ich jetzt mit Nüssen beworfen? Hallo, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Das hier sind die Karten, die die Erstbesteller bekommen, die im Merch-Shop Merch bestellt haben. Die gab es, glaube ich, letztes Jahr, ein paar davon gab es letztes Jahr auf der Dokumi für Käufer. Und dann erstmal nicht mehr. Und jetzt dachte ich, ich hole die wieder zurück, weil ich das Design cool fand. Und ja! falls ihr einer der glücklichen ersten 45 Käufer gewesen seid, so wird die Karte aussehen. So. So. Yeah. Da, Ginger-Karten. Oh nee, der Hype-Train läuft immer noch weiter. Ich kann das nicht. Great Gonzo, dankeschön. Dankeschön für dein Subgift. Danke. Warum sind wir denn jetzt? Wieso? Ich mach doch gar nichts. Heute ist einfach Cozy-Eye-Zeit, Leute. Ist doch nur Cozy-Eye-Zeit. Aber meinen Schwanz will ich rauspacken. So. Cozy-Eye-Zeit braucht auch ein bisschen Schwanzliebe. 45 pro Talent. 45 pro Talent. Also wenn ihr bei den anderen auch einer der ersten Käufer seid, dann kriegt ihr von denen auch eine Karte. Das war gestern schon Comedy Gold. Ja, ihr ersten Besteller könnt Karten bekommen. Es sind doch noch Karten da, oder? Ich konnte das nicht mal anteasen, da war es schon zu spät. Oh Mann. Das ist wieder so bezeichnend gewesen. Aber Leute, wisst ihr, was ich auf jeden Fall auf ein Ei raufmachen will? Ich will auf jeden Fall einmal Chat auf ein Ei machen. Auf so ein pinkes. Weil Chat ist ja pink. Und will ich das da drauf machen? Oh Gott, wie... Oh! Dex! Bro, hab ich mich erschrocken. What the fuck? What the fuck? Also ich bin ganz ehrlich, Ginger, die Karten, die sind schon lange weg. Mann, ich weiß, das habt ihr gestern noch auch gesagt. Aber ich hatte Hoffnung. Es ist halt lauter als sonst. Ich kann kurz gucken, ob wieder Einstellungen weg... Nee, ist nicht lauter als sonst, genauso wie immer. Oh mein freaking Gott, habe ich mich erschrocken. Hab mich erschrocken. Auf eins der blauen Eier musst du ein Hai malen. Boah, sehe ich so aus, als könnte ich ein Hai malen? Ich weiß nicht mal, wie ein Hai aussieht. Kann ich Finn drauf malen? Kann ich einen Fisch malen? Oh, warum war das so penetrant? Dicks sind immer penetrant. Wisst ihr doch. Weißt du doch, Lini. Man, dass man dir das sagen muss. Was habe ich eigentlich noch? Metallic Brush? Metallic Brush Braun? Metallic Brush Gold? Was sind diese Metallic Brush? Die unterscheiden sich irgendwie gar nicht. Sehen genau gleich aus. Was sind die hier? Hä? Oh, ich habe mich angemalt. Oh, ich bin dumm. Scheiße. Oh, wie hältst du das schon so lange aus? Hä? Was soll denn das jetzt? Alex! Mach aus zwei Eiern Augen, dann gucken die sich an. Oh, das klingt gruselig. Aber ein Gesicht auf Eier malen, ist, glaube ich, so ein Ding, oder? So, ich glaube, ich versuche das jetzt. Ich will auf ein Ei schon mal Chat drauf malen. Ich will es probieren. Zumindest. So, ich packe euch mal wieder in den Korb. Ich finde, das sieht voll ästhetisch aus mit den Eiern. Hehe. So.
Leute, Ginger muss gar nichts. Das stört mich, wenn ihr du musst schreiben. Du musst, mach doch, mach jetzt. Der Moment einfach, wenn Chat untereinander schon triggert ist. Ah, oh, frohe Ostern, ihr. Frohe Ostern. Ich sterbe einfach. Was ist bemalen? Das heißt belahmen. Ja genau, wir belahmen jetzt die Eier. Wir belahmen die. Du musst ein Klo malen. Warum? Ich war wieso? Dann wird morgen ja dein Tag. Hä? Wieso, Alex? Das verstehe ich nicht. Ach so. Ja, doch, ich verstehe es. Alles gut. oh Gott, das wird wild. Ich habe gerade vergessen, was für ein Tag heute ist. Lini? Hä, Lini, du weißt doch, was morgen für ein Tag ist. Ihr wisst doch alle, was morgen für ein Tag ist. Mal gucken, ob Leipzig brennt. Morgen. Morgen ist Montag. Ja, genau, Leute, das wollte ich sagen. Morgen ist Montag. Ja, das stimmt. Oh, Leute, ich will versuchen, Chat hier drauf zu malen. Oh, leider, wenn ich das so an mich ranhalte, dann seht ihr nicht mehr, wie ich drauf male. Ich muss schon so machen. Scheiße. Morgen ist April. Ja. Keine 25 Minuten on Stream, Ginger bereut schon Lebensentscheidungen. Ja. Ja, das tue ich. Oh Gott, ich habe irgendwas im Auge. Vielleicht fange ich an erstmal, also ich finde, wie jeder Künstler... Halbton ist vorbei. Oh, der Halbton ist vorbei. Es wird gut riechen, ja. Ich glaube auch so, durch die Gassen zu laufen, durch die Straßen zu ziehen. Ja. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal resetten, weil Tod und Verderb. 5000 Bits? Also irgendwie wirklich, es ist irgendwie... Das letzte bisschen Verstand ist aus eurem Hirn, glaube ich, entflohen. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr. So, ich... restarte das hier mal ganz kurz. So. Na, frohe Ostern. Frohe Ostern! Geil, belahmte Eier sind viel leckerer. Ja! Viel, viel besser. Gute Animal Crossing Musik. Hallo? Jetzt mach mal was. Hallo? Ah, jetzt. Guck mal. So. Packe ich mich hier in die Ecke. Hier hin, guck mal. Easy. Hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, aber viel zu kurz. Ich hätte gerne länger geschlafen. Hast du wirklich geglaubt, dass hier jemand noch bei Verstand ist? Ich hoffe es immer wieder. Ich mache mal den Fehler. Und habe noch Glauben an euch. Oh scheiße, ich merke jetzt schon, das wird richtig schwierig. Okay, wir fangen an. Wie jeder Künstler mit einem Kreis. Warum sieht das jetzt schon aus wie Amogus? Ich habe nur einen Kreis gemalt. Warum? Das Among Us-Ei ist schon mal fertig. Mann! Kann ich da noch was dazu malen? Irgendwie so ein Suit oder so? Keine Ahnung. Sus. Wie oft denn noch, Jinja? Bevor wir in dein Stream reinkommen dürfen, müssen wir unseren Verstand und Intelligenz bei deinen Mods abgeben, Jinja. Warte, bei den Mods? Was machen meine Mods dann mit eurem Verstand? Was machen die damit? Kann ich dem noch so Beine malen? Ich würde dem gern noch Beine malen. Sag, das war geplant. Ja, ich wollte Chat dahin malen. Ich wollte Chat dahin malen. Ich mal so Beine noch dahin.
Ja, die Sache ist, soll ich die Beine gerade malen oder nicht? Der kriegt hier so ein... Oh Gott, ist das schwierig, auf ein Ei zu malen. Oh Scheiße, nein, das sieht ganz falsch aus. Nein, nein, nein. Nicht so wellig, gerade, gerade Linie. Oh Gott, das sieht ganz falsch aus. Das sah gerade wie was anderes aus. Oh, ich hab das Auge verschmiert. Scheiße. Ich hab das Auge verschmiert. Die Mods geben den Verstand am Ende des Streams wieder zurück, nur manchmal an die falschen Leute. Jenjada. Okay, das ist alles irgendwie... Also dieser Stift malt extrem gut auf dem Ei. Aber das ist echt schwieriger als gedacht. Oh Gott. Oh Gott. Ei Mongus. Ei Mongus. Ich kann das nicht, das sieht so... Holy ist der Chonky. Ich weiß auch, dem geht's irgendwie nicht mehr so gut. Aua. Dem geht's nicht mehr so gut. Kann ich den irgendwie noch ein bisschen hübsch machen? Chonk Mogus. Warte, kann ich da noch irgendwie hier mit Weiß? Wann eigentlich mal Among Us Stream? Ich kann so Spiele wie Among Us leider gar nicht spielen. Also ich vertrag das einfach nicht. Oh, der hat ja noch so einen Backpack. Den habe ich ein bisschen vergessen. Oh, ich bin alles am Rumschmieren. Ich bin die Eier nur am Beschmieren, Alter. Ja, ich mach... Also die Sache ist, ich habe nicht was gegen Among Us. Ich kann es einfach nur nicht spielen. Zugucken ist fein, though. Aber selbst spielen ist anstrengend. Ist leider gar nicht mein Game. Oh, ich glaube, ich muss mir so ein Taschentuch oder so herholen, weil das so schmiert. Ich habe direkt schon so schmierige Hände. Ginger ist eine zu gute Seele. Red dir das nur ein? Was soll das denn jetzt heißen? Bin ich keine gute Seele? Chat, Chat, ganz ehrlich, bin ich keine gute Seele? Ich bin doch eine tolle Seele. So nett, so lieb. Oder? In irgendwelchen Delulus muss ich doch leben. Die guten Delulus. Ja? So. Dickes Amogus-Ei. Ginger, voll der Bulli. Wie viele Stunden vor Shop-Launch habe ich von dir die Sticker-Auswahl bekommen? Aber du hast es doch gut gemacht. Ich finde eher so, das ist jetzt so eine Erfahrung. Die kannst du dir so in deinen Lebenslauf schreiben, dass du das super gemeistert hast. Das hast du so toll gemacht. Ich habe das Gefühl, irgendwann hasst mich Alex. Oh Gott. Kriegen wir dann auf Twitter-Pics alle Eier? Yes, ich will die schon posten, glaube ich. Oder wo packe ich die denn hin, dass ihr die vielleicht sehen könnt? So, da oben chillt schon mal das Among Us-Ei. Okay. Eigentlich brauche ich dann noch mal ein pinkes.
glaube ich. Pink ist da die beste Grundfarbe. Oh Mann. Ginger gibt uns Kloteppiche. Ginger muss eine gute Seele sein. Wie das klingt! Hier, meine Zuschauer, eine milde Gabe. Ein Kloteppich. Der Ginger Kloteppich 2.0. Hier, nehmet ihn. Für nur. Warte, wie viel kostet der nochmal? Wie viel haben wir gesagt? für nur das. $59.99. Scheiße, das hat viel zu lange gedauert. Au! Warum jetzt die Nuss? Adam Inari, Dankeschön für dein Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Mal ein Klo. Soll ich ein Klo hierhin belameln? Erstmal muss ich was machen. Ich habe an meinem Patreon-Channel gefragt, ob ich was Bestimmtes malen soll. Und da soll ich das solche einen Discord-Sticker draufmalen. Ich glaube, das versuche ich jetzt mal, ob ich diesen Discord-Sticker hier draufmalen kann. Ist aktuell auch absoluter Bestseller. Der fucking Kloteppich ist der Bestseller. Okay. Chat, das ist bezeichnend, oder? Das ist doch irgendwie bezeichnend. Auf das Pinke? Ja, doch, auf das Pinke. Leider habe ich keine gelben Eier. Das müsste nämlich eigentlich gelb sein. Aber gelbe Eier habe ich nicht. Gelbe Eier habe ich nicht. Was ist das hier für eine Farbe? Es ist schwarz, aber funktioniert das besser? Ich glaube, wir als Gesellschaft haben einfach verloren. Fully, verstehe ich gar nicht, warum. Das ist ein lila Logo. Nee. Das Schaf, das ich machen soll, das ist gelb. Könnt ihr nicht kleineren Merch mögen? Das lässt sich besser verpacken. Nein, Chad möchte einen mächtigen Chonky Wonky Kloteppich. Mächtiger Chonky Wonky Kloteppich. Hier, Leute, ich zeig's euch nochmal. Warte, ich muss kurz gucken, ob ich will. Okay. Hier, Leute. Ja, Leute, guck mal. Oh, Flashbang. Hier haben wir den wunderschönen Leitmotiv-Shop. Hier gibt's wundervolle, wundertolle Artikel drin, ja. Ja, ja. Und hier wird auch direkt schon... hier wird auch direkt schon der Kloteppich vorgeschlagen. Es ist insane. Kloteppich 2.0. Der sieht so flauschig aus schon auf dem Bild hier. Oh, ich liebe auch einfach das Motiv. Es ist so dumm. Das ist bezeichnend. Das hier ist so richtig bezeichnend für Ginger hat im Stream Chili gegessen und geht am nächsten Tag aufs Klo. I feel fine. Just fine. Ich finde die Decke so cute. Oh, danke schön. Ich liebe auch die Decke. Kuscheldecke. Leute, Kuscheldecke. Kuscheldecke, Kuscheldecke. Freut mich auch so sehr, dass sie euch gefällt. Ich finde, das ist irgendwie so ein einzigartiges Merch. Also ja, Kloteppich ist schon ziemlich einzigartig auch, das stimmt. Aber das ist halt Degenerate Merch. So. Das hier ist Wholesome Merch wenigstens. die ist Platz 2 nach dem Kloteppich. Echt jetzt? Yo, what the heck? Damn. Ah, die ist echt cool. Also ich mag auch einfach das Motiv. Und für alle, die das Motiv auch mögen, aber die sagen, na, ich kann oder möchte mir das nicht leisten, gibt es ja auch noch das Sticker-Sheet. Warte mal. Kurz auf alle Produkte. Das hier. Das finde ich auch richtig süß. Ich mag allein schon, wie das Sheet aussieht. Und guck mal, da könnt ihr euch wow irgendwo hinkleben. Oder ich, wie ich auf dem Klo sitze. Oder rahmenscharf. Weißt du, wie viele Bestellungen es gestern gab? Zu viele. Zu viele. Freue mich schon auf den gestern belämmelten Kloteppich. Eigentlich stehe ich so gar nicht darauf, beim Puten beobachtet werden. Vor allem, wenn es sich um eine Bergziege, die scheinbar auch Eier legen kann, kommt.
Warte, was? Jinja, ich kann Eier legen? Für deine verrückten Einfälle. Jinja, Schiedsfrei, Jinjas Miele, Jinja, wow. Ich meinte das doch nicht literally mit dem, die Eier sind meine Kinder. Leute! Nein! Ich liebe einfach Chase Art. Hoffe, dass bald meine Kuscheln fertig ist. Oh, du hast was bei Jay komischen. Oh mein Gott. Jay ist so toll. Wirklich. Motive sind so toll geworden. Die Decke ist bald auf dem Weg. Ich freue mich so sehr. Oh mein Gott! Yeah! Oh mein Gott. Du kannst Eier legen? Also ich akzeptiere vieles, aber das wird langsam absurd. Ich habe gesagt, ich kann keine Eier legen. Das hat Chat gerade behauptet. So, ich versuche jetzt mal das im Patreon-Channel auf dem Discord nachzumalen. Das muss ich aber größer machen. Das muss richtig fett sein. So. Oh Gott. Ich gebe wirklich mein Bestes. Eigentlich müsste ich das Bild einblenden. Warte, ich blende das für euch ein, damit ihr wisst, was ich da überhaupt male. Kann ich das irgendwie in groß haben, das Bild oder so? Eier legen ist ja auch eine Metapher für ein bestimmtes Geschäft. Ach Leute, ich habe euch echt lieb. Also manchmal. Ich würde es gerne, aber... Among Us wird kaputt. Nein, das ist nicht nochmal Among Us. Nein, 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 nein. Scheiße, ich krieg das. Ich glaube, ich krieg das nicht in groß hin. I can't do this. Ach, dann mache ich das so. Bin gespannt, ob man überhaupt irgendwas erkennt, wenn ich fertig bin. Frohe Ostern auch an dich. Ginger und Eier, eine gefährliche Kombo. Hä? Das verstehe ich nicht. Scheiße, die Wimpern sind ja voll abfuck geworden. Das ist adorable. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Jetzt kommt in größeren Bögen hier noch so ein... Das macht voll Spaß, to be honest. Das ist voll entspannt. Ich sollte öfter Eier bemalen, belameln. Durch Ginger verfalle ich langsam dem Glauben. Warte, welchem Glauben? Warte mal. Halt, stopp. Oh, der hat hier noch Ohren. Okay. Die Ohren sind ein bisschen cursed. I try my best. Ich will das auch gleich anmalen, noch ein bisschen. Und ich versuche es irgendwie. Genau, es fehlen noch die Hörner. Yes, 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 yes. I try. Und hier so ein Ahoge. Sieht so wild aus.
Sieht erschreckend gut aus. Was? Nee. Nee. Beim nächsten... Oh, nächstes Jahr könntest du einen Eier-Belamel-Contest machen, bei dem du die Eier von Chat bewertest. Oh, Chat sendet mir ihre Eier. Oh, Lini, write that down in den Notizen-Channel damit. Oh mein Gott, ein Schaf, yes, das ist, soll ein Schaf sein. Ginger, please. Ginger, Chat sendet mir Oster, bemalte, belamelte Ostereier. So, ja, das... Und ich bewerte die. Wir gucken uns die an. I'm so sorry, man. Ja, bitte mit gutem Wording. Ist notiert. Ich sehe schon die Kündigung morgen reinflattern. Oh, ich krieg das Horn niemals genauso groß hin wie auf der anderen Seite. Never. Naja. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Also es könnte schlimmer aussehen, glaube ich. Wenn möglich, bitte mit Luni Ostereier bewerten. Ich denke drüber nach, ja. Mal gucken, ob Luni nach der Geburt gestern überhaupt noch eine Kolle mit mir machen will. So. Dann ist hier noch. Hier noch Joker dran. Mit Monden. Gott, da muss ich das Ei kurz hochnehmen. Das kriege ich sonst nicht gemalt. So, vielleicht? Endlich ein paar Eier. Das war Final Fantasy Musik? Oh, das weiß ich nicht. Oh, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Oh. Endlich Tanuki-Content. Warte mal, was? Wieso? Ach so, wegen Eiern? Warte mal, habe ich irgendwas verpasst? So, guckt mal, Leute. Ich glaube, das... Also... Das Motiv lasse ich so. Oder soll ich hier an der Seite den Körper weitermalen? Eigentlich funny, wenn du das so drehen würdest und dann geht hier der Körper weiter. Ich glaube, ich male den doch noch weiter da. Jinja, eine Sache hatte ich vergessen. Was gibt's heute am letzten Monatstag im März? Nichts Besseres, als Jinja beim Eier designen und belameln zuschauen und auf die Trigger warten. Lul, aber fehlt da nicht was? Wie wär's bei diesem wunderschönen Wetter mit einem eisgekühlten Glas U? Nein, wir wollen uns ja gesund ernähren, mit einem Glas Sauerkrautsaft. Himmelblick, himmelblick. Sir Falksi? Nein. Gönnt euch lieber Uwu, Leute. Gönnt euch Uwu. Was? Nein, wir trinken jetzt keinen Sauerkrautsaft. Das ist ja disgusting. Tanukis in japanischen Mythen haben sehr massive Ostereier. Ich habe viele davon gesehen. Ich wollte sie auch erst Elia senden. Aber Junge, die haben so... krass
krass hart dicke Ostereier, dass sie da drauf sitzen können, Alter. Das sind einfach Sitzkissen. Meditalis, Dankeschön für 15 Monate, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Letinor, danke für 21 Monate. Domme, du sagst jetzt hier Toss, das ist nicht Toss, das ist wirklich so. Sauerkraut. Chat freut sich einfach so auf so. Nee, ganz ehrlich, ich send das einfach meinem Mod oder so, der kann gucken, was er damit macht. Der kann. ich mag meine Mods. Ich mag meine Mods. Ja, ganz bestimmt. Ey, aua, was soll denn das jetzt? erst mein Glas Sauerkrautsaft, dann das Wurstwasser hinterher. Oh, bitte ganz ehrlich, nein. Danke fürs Verbad. Yoshi Story Musik. Ich mag allgemein die Playlist voll. Die hat Mona rausgesucht. Boah, ich hoffe, das funktioniert hier so alles, was ich hier mache. Das ist mit der 3D-Ansicht halt übelst cursed. Ja, okay. Mehr Körper zermal ich nicht. Das ist irgendwie richtig cursed jetzt. Hier hat der noch Schwanz. Hier hat das einen Schwanz. Und weiß ich nicht, hier ist der Körper, der hat so ein. Der hat einfach ein extremes Hohlkreuz, ja? Ja, an der Stelle. Aber. Ja, wir lassen das mal so. Mehr gewinnt nicht. Aber ich will es ein bisschen anmalen noch. Bisschen anmalen wäre cool. Ich würde gerne ein paar Lion-Sticker ziehen. Ist süß geworden, ja, wirklich. Ich mal es noch ein bisschen an. Ein kleines bisschen. Ah. Sauerkraut, Kümmel, Kassler und Brei. Oh, klingt doch nicht schlecht. Also wäre jetzt gar nicht mein Essen, to be honest, aber klingt doch ganz gut. Hallo Wursti, Wursti ist da. Hallo Wursti, hallo. Boah, erstmal eine Wurst malen. Oh, eine Wurst aufs Ei und die geht so einmal ums ganze Ei rum und am Ende macht die so. Das wär's doch, oder? Oh mein Gott. Chat muss ich dringend mal entschrimpen, yep. Oh mein Gott. Hattest du schon Ei zum Frühstück? Nee, aber ich werde die dann essen. Ich muss ja die Eier auch wieder essen irgendwann, ne? Die ich jetzt hier am Belameln bin. Oh. Zum Line-Stick ziehen ist der Stift gut. Bist du wieder auf Chat draufgetreten, Jinja? Das ist doch ein Fußabdruck von dir auf Chats Rücken. Warte, was? Wieso das denn jetzt? Wie so ein Ouroboros. Ja, eine Wurst, die so weit rumgeht, dass sie sich selbst beißt. Ja, die Schlange, die sich selber frisst. Oh mein Gott. Was, du willst deine Kinder essen? Oh ja. Yeah. Hä? Kinder sind übelst saftig. Warum sollte man die nicht essen wollen? Verstehe ich jetzt nicht. So, habe ich eigentlich außer Metallic Braun kein normales Braun? Zelda Shop-Musik. Warte, war das wirklich Shop-Musik? War das nicht von irgendeiner Stadt?
gerade? Die Musik, die gerade lief? Ist das Metallic Braun? Jetzt muss ich ja mal gucken. Ich will die Hörner anmalen damit. Okay, ja, die Hörner werden jetzt leuchten. Strahlende Hörner. Oh Leute, das sollte man echt öfter machen. Das ist so entspannt. Oh, Eier anmalen wird jetzt meine Lieblingsbeschäftigung. Das will ich jetzt jedes Jahr machen. What the fuck? Warum macht man das nicht öfter? Eier anmalen ist ja übel geil. Macht ihr das eigentlich auch, Chat? Also so Eier färben und so? Bei euch zu Hause oder? Eher nicht so. Noch nie gemacht. Ich auch nicht bis jetzt im Stream. Also normalerweise macht man vielleicht auch nicht sowas, was ich jetzt mache, dass man da so direkt drauf rumkritzelt. Weiß ich nicht, aber ich find's toll. Es macht mir Spaß. Genieße das auch gerade, ehrlich jetzt? Oh Mann. Oh. Früher ja, aber das ist mal leider vom Alter raus. Ich mach das jetzt jedes Jahr. Was für vom Alter raus sein? Fast immer. Oh. Meine Eltern malen, ich esse. Ja, auch fein. Ist in Ordnung. Als Kind oft. Oh. Ich guck lieber Bergziegen beim Eiermalen zu. Oh. Cozy. Ja, guck mal, der Stream ist wirklich cozy. Guck mal. Oh mein Gott. Nicht mehr, aber als Kind schon. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ich habe sonst immer gemacht, nur dieses Jahr nicht. Warum dieses Jahr nicht? Ah ja, Chat sieht glücklich aus. Das muss noch vor einem Ginger-Stream gewesen sein. Ach was. So. Lecker Biddies. Weißt du, Jinja, man kann sie auch auspusten, säubern und dann bemalen und aufhängen und damit die Wohnung dekorieren. Jinja, hey. Ich weiß. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr sogar. Dann häng ich überall Cursed Eier hin. Ach, ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe, ehrlich gesagt. Aber so im Stream ein bisschen Eier malen, finde ich voll geil. Oh, ich verschwinde unten. So. Jetzt müsste eigentlich die Kuscheldecke schon da sein bei dem Cozy-Stream. Oh mein Gott. Stimmt, gestern hat jemand gemeint, die Kuscheldecke ist da für den Fall, dass vielleicht ein Ginger-Stream mal cozy wird. Tja, Leute. Hättet ihr nur früher die Kuscheldecke bestellt. Einen so entspannten Stream wie heute werden wir lange nicht mehr haben. Tja, RIP, ne? Upsa, hab ein bisschen übergemalt. Die braune Farbe ist auch voll cool. Die ist richtig hart deckend. Also die... Keine Ahnung. Ich dachte erst, Metallic Braun sieht richtig cursed aus. Aber gar nicht. Sieht eigentlich voll schön aus, so... Die spiegelt halt so ein bisschen, die leuchtet so ein bisschen. Ist eigentlich voll cool. Oh, bitte nicht auf die Farbe, die muss trocknen. So. Oh. Die Decke ist safe flauschig. Die ist flauschig. Ist halt eine dünne Decke, ne? Sag ich nochmal dazu. Ist jetzt keine fette Winterdecke. Sondern einfach so ein Ding, was man so zum bisschen cozy sein so über sich rüberwerfen kann. Dieser Stream ist nicht cozy. Das ist völlig unmöglich bei deinen Streams. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Du bist einfach der Lulu, Dommel. Ah. Einfach der Lulu.
Dann könnte ich hier noch mit Rot was machen. Die hat ja noch so rote Bäckchen. Vielleicht male ich der noch rote Bäckchen. Wow. Also wie gestern, wenn du meintest, wenn man bei 150 Grad erfriert. Der Lulu ist, das Wort ist so satisfying. Das ist ein tolles Wort, nicht wahr? Ich versuche mal, dem rote Bäckchen zu malen. Sieht fast schon aus wie Pikachu jetzt, what the fuck. Sieht ein bisschen aus wie Pikachu jetzt. Tja, naja, ne? Pika Ginger. Stups der kleine Osterhase, fällt dann dauernd auf die Nase. Chat Donnerschockattacke. Ach komm, das ist adorable. Hier geht noch ein bisschen der Schwanz, der Körper und Schwanz weiter. Dankeschön, was Papa, dankeschön. Warte mal, seit wann ist denn jetzt schon 11.30 Uhr? What the fuck? Wann ist die Zeit so schnell vergangen? Wir haben noch so viele Eier zu bemalen. Verdammt. Aber ich will das noch ein bisschen dekorieren. Lass mich noch zumindest so Licht machen. Du hast kleine Hände? Hey, ich habe eindrucksstarke, tolle Hände, ja? Hey. Eindrucksstarke, tolle, volle Hände. So. Lecker Biddies. Jinja, es ist 10.32 Uhr, wir boykottieren doch die Zeitumstellung. Ja, okay, ja, stimmt. Hast recht, ja, genau. You're right. Es ist ja eigentlich jetzt 10.33 Uhr, das heißt, wir haben noch genug Zeit. Genug Zeit. Easy. Ja, guck mal, hab jetzt so ein paar weiße Highlights dahin gemacht, mehr ist nicht. Tada! So, kommst du hier hin? Oh nein, Among Us! Nein! Ah! Oh. Ich versuch's irgendwie so hinzupacken. So, guck mal. Süße kleine Hände? Ich geb dir gleich süße kleine Hände! Meine Hände sind amazing. Die machen so. Die machen euch kaputt! Die machen so. Die, ja, einfach Sticker auf die Eier pappen. Nee, ich will keine Sticker drauf machen. Oh, so einmal schlucken, Leute. Eine Stunde Stream wir schon schlucken. Oh. Was kommt aufs nächste Ei? Weiß ich nicht. Wir müssen eigentlich mal ein blaues Ei, finde ich, bemalen. Kleine Knuffhände confirmed. Ich gehe euch gleich die Augen auskratzen. Was soll denn das jetzt? Warum hast du eine Schere am Tisch, falls ich was zerschneiden muss? So, Leute. Soll ich eigentlich wirklich ein Klo malen? Soll ich wirklich ein Klo malen? Eule?
Ein Klo! Ein Klo! Ja! Ein Klo! Oh. Okay. Ich glaube, dann versuche ich es mal mit Weiß und am Rande dann später Schwarz oder sowas. Das Osterklo. Leitmotiv-Logo. Oh mein Gott. Leitmotiv-Logo ist eine geile Idee. Vielleicht gleich auf ein lilanes Ei. Ist halt nicht... Eigentlich müssen wir das... Ich bin dumm. Eigentlich muss das auf... Unser Hintergrund ist ja blau. Der Rest pink. Ich habe halt keinen pinken Stift. Leitmotiv-Logo. Aber ein Klo will ich auch machen irgendwie. Aber was nehmen wir denn für eine Farbe dafür? So, ich habe hier halt Farben. Aber ich habe halt Rot. Rot wird halt auf dem Blauen nicht aussehen, denke ich mal. Oder nicht so gut funktionieren. Grün fürs Klo. Grün. Okay, grün fürs Klo. Können wir gerne gleich so machen. Aber das ist halt lila eigentlich. Vielleicht probiere ich es doch mit Rot. Boah, Rot ist vielleicht am nächsten dran. Oh, Alter, ich kann nie mehr Dinge anfassen. Oh. Ja, warte. Leitmotiv-Logo. Warte. Blende es nochmal ein. Also ihr wisst natürlich alle, wie das Leitmotiv-Logo aussieht, ja. Aber ich blende es trotzdem nochmal ein. Wo packe ich denn das hin? Hier hin? Oder hier hin? Und wieso? Auf die Stirn vom Model. Einfach drauf datschen. Der Hintergrund ist auch das hier rot vielleicht. Und ich lasse vielleicht hier so, weil das ist ja blau in der Mitte. Vielleicht lassen wir das einfach aus. Die Stelle, die blau ist, die wird ausgelassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil da ist ja schon blau im Hintergrund. Ich mal mal so einen Teststrich. Hier hin. Naja, das ist schon rot. Das ist schon mehr rot als lila. Sterne noch im Hintergrund. Ist im Logo nicht so drin, da sind eigentlich so Streifen. Aber ein paar Sternchen sind bestimmt auch ganz hübsch. Aber ich glaube, Rot kommt denen am nächsten. Ansonsten könnte ich es probieren mit Metallic. Ne, wir machen es rot. Haben mich jetzt für Rot entschieden. Hallöle und frohe Ostern, frohe Ostern! Für jedes Talent ein Ei. Meinst, ich soll alle aus Leitmotiv einmal drauf kritzeln? Das könnte ich auch machen. So ein Ei-themed für... Ach, ganz ehrlich, das könnten wir auch machen. Hab jetzt so zwei so random Eier gemacht. Amogus und Where. Und Leitmotiv. Und dann kann ich für jedes Talent noch ein Ei widmen. Das wäre eigentlich cool. Ich will das Mauspad so sehr. Das hier gibt es nicht mehr. Es gibt dafür aber zwei andere coole im Merch-Shop. Ich glaube, das wird etwas knapp. Nein, Lini, wir schaffen das locker. Easy. Ich weiß gar nicht, wo jetzt gerade das ganze Missvertrauen herkommt. Verstehe ich nicht. So, sorry, ich bin jetzt gerade mal... Ich will, dass das hübsch aussieht. Deswegen nehme ich das Ei so hoch und kann ich besser malen.
Sieht ein bisschen aus wie ein Burger. So, dann lasse ich hier den Strich frei. Und beende es hier quasi nur noch. Scheiße. Hätte viel flachrunder werden sollen. Kreis ist, glaube ich, aber auch ein bisschen schwierig auf diese Eierform. Oh, fuck, ich löse das, die blaue Farbe auf. Scheiße, mit meinem Daumen. Ginger ist keine Zeichnerin. Nee, ich kann eigentlich nicht wirklich zeichnen. Oha, ich löse hier unten die Farbe schon weg. Oh no, hab schwitzige Hände oder so, ich weiß es nicht. Ew. Bin kurz pinkeln, Zähne putzen und stuff. Ja, viel Spaß. Viel Spaß dir. Frohe Ostern und guten Morgen, Einzelner und Chat. Jenja Lovic. Ah, Musik Max, guten Morgen. Wir sollten Ginger alle ein Ei während der Dokumi schenken, damit sie 1000 Eier hat, die sie rumtragen muss. Das ist eine absolut großartige Idee. Dankeschön für diesen wunderbar tollen und netten Community-Einwand. Dankeschön. Dafür, dass du nicht gut zeichnen kannst, wurde das letzte mega gut. Naja. Naja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwann müssen wir nochmal TP spielen, ey. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich mache den weißen Stift schon kaputt. Der struggelt richtig auf der blauen Farbe. Der versucht sein Bestes, Leute. But he's struggling. Bitte nicht aufgeben, mein Stifti. Wo kriege ich so ein Mauspad? So ein Mauspad wie das hier kannst du leider nicht mehr kriegen. Aber ich habe zwei ganz andere tolle Mauspads in meinem Merch-Shop. Im Leitmotiv-Merch-Shop. Yes, leider das hier ist schon so alt. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. I'm very, very much sorry. Leider blickt man das, glaube ich, mit der weißen Outline noch nicht ganz so. Muss, glaube ich, gleich die rote nachziehen oder sowas. Oh, mein Finger wird richtig blau von dem Ei. Oh Mann. Oh.
Oh mein Gott. Dankeschön fürs Papa. Dankeschön. Oh. So ein Zeichenstream mit Nayami nächste Ostern, wo die beide Eier anmalen. Ah. Na, einfach so sich zusammen treffen und zusammen Eier anmalen. Eine Eier-Anmal-Collab. Das Finja-Mauspad und Leitmotiv-Sticker-Bundle gestern bestellt. Ah, Vorfreude ist real. Oh, danke schön. Ey, ganz ehrlich, das Souls-like-Motiv. Bin auch so stolz drauf. Finde, das ist so cool geworden. Schau, wie hat das gezeichnet? Falls euch die Gute was sagt. Extrem geil geworden. Extrem, extrem geil. Junge, und das hier sieht extrem cursed aus. So, blutrotes Leitmotiv-Logo. Let's go. Ich finde beide Mauspads cool, aber das mit den Spinnlilien mag ich am meisten. Ey, das ist auch richtig geil. Das hat Liv gemacht. Das ist auch so, so toll. Ah, frohe Ostern. Ich hoffe, du hast Spaß beim Malen. Das beglückt mich richtig. Das beglückt mich unfassbar. Ich find's so lustig, jemand schreibt in den Chat, hä, wo ist mein Timeout, man? Wahrscheinlich haben gerade eben kurz meine Mods mal so eine Sekunde nicht hingeguckt. Und dann einfach so, ah ja, stimmt. Ja, hier, weg, weg mit dir. Sieht voll brutal aus. Sieht voll brutal aus, plötzlich ist er weg. Plötzlich hat man seine Nachricht nicht mehr lesen können. Diese Masochisten, wirklich. Aber ich finde das besser als Leute, die sagen, hä, warum wurde ich getimeoutet? Verstehe ich nicht. Nur denkst so, Junge, Alter, du wolltest das doch. Was ist los mit dir? Das ist viel schlimmer. Oh mein freaking Gott, erschreckt mich doch nicht so, während ich gerade versuche, das Leitmotiv-Logo hier auf das... Also man erkennt alles hier dran, außer das Leitmotiv-Logo, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss das doch nochmal nachziehen. So vielleicht. Oh, die Musik ist toll. Scheiße, ich bin dumm.
Der eine Strich war zu viel, jetzt macht das keinen Sinn mehr. Jetzt sieht es aus wie ein rotes Ei mit Henkeln. Nein! Ich hätte das eine, die eine Linie länger machen müssen. Scheiße. Ich habe ein rotes Ei mit Henkeln gemacht. Nein. Kann ich das überhaupt noch retten? Sieht aus wie ein Topf. Das macht mir jetzt traurig. So, das hier ist mein Leitmotiv-Logo. I can't see a difference. Das ist perfekt so, okay? Ich will auch keine Beschwerden hören. Das ist perfekt so, wie es ist. Fuck. Wunderschön. So, ihr habt jetzt gesagt, soll ich jetzt wirklich jedem Talent ein Ei widmen? Ich würde irgendwie gern mit einem blauen wieder anfangen und was für Finn machen. Akkurate Version vom Logo, nicht wahr? Sieht absolut 1:1 aus. Ich sehe, I don't see a difference. Für eine Minute den Finger draufhalten, aber dann verschmiert alles. Ein Klo mit Finn. Ein Klo mit Finn. Ich habe actually eine Idee dafür. Ein Klo mit Finn. Ich habe eine Idee. Nein, ich Finn als Klo. Der arme Junge. Der arme Junge. So, Punkt. Ich bin aber raus. Schönen Ostern noch und viel Spaß bei Maya belameln. Dankeschön. Dankeschön, Fully. Auch schön, dich jetzt... War schön, wieder dich zu lesen. Ja. Du kriegst ein Ei und du und jeder kriegt ein Ei. Ach, schön. Ich habe nur wieder vergessen, wie Klos aussehen. Ich glaube, ich brauche eine Ref. Ich muss mir kurz irgendein Bild aufmachen oder so. Irgendwie. Klo. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie Klos aussehen. Jetzt weiß ich wieder, wie Klos aussehen. Oh ja, das Bild ist gut. Genau so eins wollte ich. Klo. Das Bild. Klo, diese Quelle existiert bereits. Okay, Klo 2. Wie dumm. Wo habe ich denn jetzt noch irgendwas, was Klo heißt in meinem OBS? So, hier. Ah. Klo, diese Quelle existiert bereits. Warum solltest du kein Klo an jeder Ecke haben? Hä? Wofür brauche ich denn jetzt noch ein Klo in meinem OBS? Das macht gar keinen Sinn. So. Eckig oder unten? Ja, ich mache das hier jetzt so, genau wie das hier. Erstmal so einen Klo-Kasten. So, ich mache das mit weiß. Klo-Kasten. Hier geht's so slightly runter. Und dann geht's hier runter. Hier so eine Rundung nach unten, so in die Mitte. Dann muss ich ein bisschen breiter machen, so machen. Oh Gott, der weiße Stift stirbt einfach gerade. Der findet das gar nicht geil, was ich hier mache.
Ah, der weiße Stift stirbt. Okay, vielleicht nehme ich einen Metallic-Stift. Metallic-Stift. Darf man dir auf der nächsten Con ein Klo schenken? Bitte was? Bitte was? Jo, also dafür, dass das Metallic sein soll, das ist einfach schwarz. Da heck. Und das andere hier? Okay, das ist Metallic eher blau. Das andere Metallic eher braun. Und das hier? Metallic eher grau. Feierst du wirklich zum ersten Mal Ostern? Nicht mal, wo du ein Kind warst? Nee, als ich ein Kind war, habe ich nie Ostern gefeiert. Nee. Ich bin nur noch Hightech-Japan-Klos gewöhnt. Alter, die waren so toll. Könnt ihr auch nichts sagen, die waren einfach so toll. Ich vermisse die. Die gute, das war doch Kirby, ne? Kirby-Musik. Das ist das rundeste Klo, das ich je gemacht habe. Ich dachte irgendwie, ich hätte vielleicht noch so einen Metallic-Brush. Die sehen irgendwie alle einfach schwarz aus. Das macht mich ein bisschen traurig. Irgendwann holt sich Ginger ein Import-Japan-Klo. Also geil wär's schon. Ah! Danke fürs Pat-Pat. Rinai Dekim, danke schön für 27 Monate. Ich hab das verpasst, kann das sein? I'm so fucking sorry. I'm so fucking sorry. Sieht super aus, jetzt noch Peachy drauf. Warte mal, warum soll jetzt Peachy auf das Klo? Warum soll jetzt Peachy auf das Klo? So. Was ich eigentlich geplant hatte, ich brauche irgendwie einen deckenden Stift. Ich wollte eigentlich mit so einer Metallic-Farbe jetzt aus dem Klo so eine Schwanzflosse rausmachen. Für Finn. Aber so richtig Metallic deckend waren eigentlich ja nur die Farben hier. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Frankreich gibt es Baumärkte, die importierte japanische Toiletten anbieten. Oh. Ah. Der Klo-Orker? Ja, keine Ahnung. Ich wollte beide Ideen irgendwie kombinieren, wisst ihr? Finn gleich Gingers Freund. Finn ist mein Kollege, der ist auch in Leitmotiv drin. Und Finn hat einen Harem. Aber sonst? Aua. Und die Sache ist, ich kann hier trotzdem noch eine Schwanzflosse rausmachen.
Lecker Biddies. Finn ist zwar ein Fisch, eigentlich Orca, aber machst du ihn jetzt offiziell zu Toilettentieftaucher? Jinjapok. Ja, für jetzt schon. Ich muss nur gucken, wie eine Schwanzflosse aussieht, das weiß ich auch nicht mehr. Für mich jetzt schon. Ah, au, ich habe auch keinen Hau dafür verdient. Was soll denn das? Finn freut sich bestimmt, dass ich an ihn gedacht habe. Finn freut sich bestimmt. Ich finde, der Schwanz muss eigentlich noch viel dicker sein. Ich will ja nicht unfair sein. So. So. Danke, Ginger, für deine Attention to Detail. Bitte, bitte. Da-da-dum. Oh. So, ich muss nur mal ganz kurz. Schwanzflosse. Schwanzflosse googeln. Ah, hier. Das ist eine gute Schwanzflosse. Oh Gott. Bad Ferry. Danke, bitte. Bro. Alter, bitte, Bro! Warte mal, worum geht's? Komm, zum Ende, es ist 12 Uhr. Na, das ist okay. Das ist okay. Ich will jetzt noch Schwanz zeichnen. Warte, ich brauche den Schwanz umgedreht. Mein Hirn kann nicht drehen. Nein. Mein Hirn kann nicht drehen. Moment. Kann ich den Schwanz umgedreht? Bitte. Warte, ist das nicht sogar richtig rum? Ich bin dumm, das ist richtig rum. Dreh das Ei um. Nein, ich muss das Bild drehen, nicht das Ei. Das gut? Lecker Biddies. Es ist 11:04, nicht 12:04. Ja, wie Yashin sagt, es ist doch erst 11 Uhr. Ich verstehe gar nicht, woher jetzt die Aufregung kommt. Hä? Ist doch erst 11 Uhr. Man. Ganz ruhig. ganz ruhig. Boah, ist das eine glamouröse Schwanzflosse. Oh fuck, ich hab das oh nein. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin gleich zum Osterrissen mit der Familie. Oh, ich wünsche euch yes. noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß. Sugo, mach das. Viel Erfolg beim Osteressen oder viel Spaß, viel guten Hunger. Was wünscht man sich da? Guten Hunger. Und schön, dass du dabei warst. Bei dir ist 12.05 Uhr. Nein, es ist 11.05 Uhr. Es gab keine Zeitumstellung. Niemals. Niemals. Sowas ist nie passiert. Sowas ist nie passiert. Never ever. Warte, ich brauche das Spritz-Emote. Das Spritz-Emoji. Ich weiß sonst nicht mehr, wie Spritzen aussieht. Spritz-Emoji. Ginger, was denn?
Was hast du denn? Oh, danke schön. Danke fürs Posten im Chat. Genau das meinte ich. Wait, Zeitumstellung? Ja, alles Lügen. Das sind alles Lügen. Aber ich will das auch umgedreht. Das ist sonst zu schwierig für mein Brain. Warum musstest du es auf die letzten Meter noch cursed machen? Ich mach's gar nicht cursed. Oh, ich mach vor allem mir jetzt die Farbe einfach ins Gesicht gerieben. Oh, amazing. Absolut großartig. Kann ich irgendwie dieses Bild drehen? Nein, ich muss meinen Stream nicht ab 18 stellen. Das ist so cozy. Wir bemalen einfach ein paar Eier. Verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Hä? Oh ja, ich kann das hier drehen, glaube ich. Yes. Dreh das Bild. Ja, jetzt kann ich, jetzt weiß ich, wie ich die Spritzer mache. Die Spritzer müssen hier so. Erstmal habe ich hier so eins. Oh, Metallic ist wirklich sehr deckend. So. Ich finde das voll schön. Ich mag das. Warum muss eigentlich Finn bei mir mal so leiden? Womit hat Finn das verdient? Womit hat Finn das verdient? Oh Mann. Gute Frage. Ah, ich finde das schön so. I really like this egg. So, das kommt in die Eier-Collection. So, wunderschön. Aber ich finde, wir müssen jetzt noch ein lilanes machen. Eigentlich muss jetzt Luni hier rein, ne? Wie machen wir denn Luni am besten? Nein, Lini, ist jetzt nicht Zeit zum Aufhören. Metallic wird wahrscheinlich erst Metallic aussehen, wenn es trocken ist. Aber das habe ich schon ewig drauf, schon seit 20 Minuten oder so. Wie lange braucht denn das zum Trocknen? Fell draufkleben. Chibi-Luni, aber wie mache ich denn? Leute, ich kann doch nicht zeichnen. Was mache ich denn drauf für Luni? Kannst du ein Lied singen? Jetzt heute Morgen nicht. Oder heute Mittag nicht. Aber wann anders bestimmt. Eine Herde von Wus. Ja, dafür müsste ich irgendwie malen können. Und da wäre wieder auch Weiß gut eigentlich. Ich habe kein Weiß, aber ich habe Gold. Könnte einfach goldene Wus malen. Wu ist doch der Star bei Luni. Wie sieht denn das aus? Scheiße, das Gold sieht richtig cool aus. Sieht richtig cool aus, das glänzt doch richtig.
Halbmond. Metallic funktioniert vielleicht nur auf weißem Hintergrund. Pff. Die Sache ist, das ist Pastellen. Das ist ja gar nicht so dunkel. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Nein, ich bleib jetzt hier. Gold ist ja die Gingerfarbe, das stimmt, aber ich habe kein rotes Ei. Goldene Wus. Das ist halt schön, zumindest eine schön helle Farbe. Irgendwie alles andere ist ja dunkel. Alles andere wird nur schwarz. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Luni Wu. Ich muss mal ganz kurz. Hier mal schauen. Wie die gute Luni nochmal aussieht. Ah. Rein da. Ha, Kurz Luni anrufen, Mann. Was? Oh mein Gott, die ganzen Wus plötzlich im Chat. Goldene Wus mit Cake. Oh mein Gott, ich male einfach einen Cake für Luni. Ja. Cake. So ein Stück Kuchen. Oh, Ginger. Da freut sie sich bestimmt. Ein Stück Kuchen. Ja. So. So, so. Das sieht schon mal nicht ganz so aus, wie ich das haben wollte. Das muss ein bisschen weiter runtergehen, so. Aber dann brauchst du noch so ein Verbotszeichen, um den Cake, welches Luni darstellen soll. Ja, danke schön. Wer auch immer das gesagt hat, genau diese Idee hatte ich gerade. Dankeschön, wie auch immer das war. Genau diese Idee hatte ich gerade. Der Cake sieht irgendwie gar nicht mehr aus wie ein Cake. Ich kann einfach nicht zeichnen. Scheiße. So Leute, ich wünsche allen noch schöne Ostertage, auf dass ihr alle das schöne Wetter genießen könnt und hoffentlich alle gut die Woche abschließen könnt. Danke Yinja für den tollen, entspannten Morgen, habt euch alle ganz doll selbst lieb, Yinja love, Yinja love. Ah, oh, Pitsi, danke für 400 Bits. Ja, macht ja auch noch einen wunderschönen restlichen Ostersonntag. Und genieß es. Genieß die Zeit. Ist was Schönes. Oh, entspann dich. Ich habe schon die gleichen Gedankengänge wie Ginger. Ich bin verloren. Hey. Oh, Cake forbidden. Das Problem ist irgendwie, das, was ich gemalt habe. Ich habe versucht, Kuchen zu malen. Mein Kopf kann einfach keine geometrischen Formen. Das ist irgendwie... Das ist ja, sieht ja ganz hübsch aus, ne? Aber was ist das? Also es sieht ja ganz hübsch aus, aber Junge, ich... Ich glaube, ich probiere es nochmal. Ich nehme nochmal ein neues. Es sieht aus, als hätte ich ein Ei gemalt, ja. Scheiße.
Boah, ich glaube, ich muss das wirklich simplifiziert sehen, sonst kriege ich das nicht hin. So, das geht ja sonst gar nicht. So ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Vielleicht. Brr. Ich versuch's mit diesem Bild hier. Ein Ei auf einem Ei. Hab richtig verkackt gerade, ey. Echt entspannter Frühstücksstream. Yeah. Ich find's auch sehr entspannt eigentlich. Okay, ich probier's nochmal. Erstmal. Oh Gott, ist der Strich dick. Oh Gott. Hier so ein Strich. Dann hier oben so eine Rundung. Dann geht's hier spitz zu nach unten. Und dann geht's geradezu nach unten. Und dann verbinde ich das hier so mit dem anderen. Ja. Man erkennt zumindest irgendwie, was es ist. Vielleicht ein bisschen. Erkennt ihr, dass es Cake ist? Wenn man es sehen will, sieht man's. Willst du eine ehrliche Antwort? Boah, ist das schwer! Geometrische Form, Alter. Junge! Man erkennt das Kuchenstück. I really hope. Ich hoffe sehr, dass man das wirklich tut. Scheiße, dann mache ich vielleicht das dazwischen braun. Irgendwie lecker braune Füllung, I don't know. Wenn man weiß, was es ist, sieht man's. Amazing. Ach, ich habe mir Mühe gegeben. Also jetzt erkennt man es besser, finde ich, wo es ausgemalt ist. Still nicht perfekt, aber besser. Black Eyes Tim, Dankeschön für 22 Monate. Okay. Ach so, das meinte meine Mathelehrerin, als sie meinte, dass wir geometrische Formen später noch brauchen, wenn ich jetzt VTuber Eier belameln will. Oh Mann, ey. 10 von 10. Ich finde, das ist ein richtig schöner Cake. Ich glaube, Luni wäre neidisch bei diesem Cake, oder?
Diese weiße Stelle darunter sieht aus wie ein Raketenantrieb. Ja, okay, das sehe ich. Sehe ich, ja. Ich umrande das mal. Ich habe das Gefühl, so umranden wäre geil. Die Frage, sollte ich dann in die Schichten auch noch mehr? Das Mauspad. Freut mich, dass euch das gefällt, nach so langer Zeit vor allem noch. Ist ja eigentlich auch schon älter, ne? Der Cake sieht sehr nice aus. Nur ob Luni denn erkennt, ist die Frage. Sie ist Cake ja nicht gewöhnt, Luni. Oh man, die Arme. Die Arme. So. Oh, jetzt wird's besser. Ist bald richtig schön. Wow. So ein schöner Cake. So schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass das rote durchgestrichene Ding da nicht drauf passen wird. Sieht voll nied aus. Ja, guck mal. Ein schöner Cake. Ein wirklich schöner Cake. Ist das schon trocken? Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Und dann wird einfach mit Rot gottlos drüber gemalt. Ist die Frage, ob das deckt. Vielleicht mache ich den Stift damit kaputt. Ich kann dir getrost versichern, dass Ginger in 3 Monaten keine neuen Finger hat wachsen lassen. Warte, was? Meinte, redet ihr von meinem Finger, der mir abgefallen ist? In Japan, ich habe ja so Gelnägel. In Japan ist mir der Finger so ein bisschen abgefallen. Und jetzt ist er nackig. Jetzt ist er nackig. Kerze drauf. Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich schon alles ausgemalt. Mit Kerze ist jetzt schwierig. Karottenkuchen sieht ein bisschen aus wie Karottenkuchen, ja, ne? Du meinst doch sicher Nagel, oder? Ja, ja doch, habe ich ja gemeint. Habe ich ja gesagt. Mit Rot gottlos drüber malen klingt, als würde ein Künstler einen Mord planen. Nackige Fingerbann. Nackiger Finger. Wait, Kerze, alles Gute zum Geburtstag. Oh. Hört mir auf, Leute, bitte, hör doch auf. Oh. Kerzen schmecken gottlos scheiße, not gonna lie. Und schnell, das habe ich doch ein bisschen vermisst, dass ich einfach streame und das einfach so random. Oh Gott, ey. So random ass Kommentare von euch manchmal. So richtig dumme Kommentare und die sind so stumpf und ich lach trotzdem. Ah. Oh Mann. Soll ich mal probieren, hier drüber zu malen jetzt?
Ich habe das Gefühl, der Stift stirbt dezent. Ja, ich glaube, das sollte ich nicht weitermachen. Es wird mit Schwarz weggestrichen. Es wird ein schwarzes wegstreichen. Erstmal so ganz vorsichtig hier so ein bisschen andeuten. Ganz vorsichtig. Und dann wird gottlos drüber gemalt. Seht ihr das überhaupt? Muss das eher so halten eigentlich? Bunte Eier und Ostereier belahmen. Yeah! Yeah. Wir machen nur noch das Ei. Ja. Ja. Warte mal. Da diese Hände, Ginger ist gar keine Ziege. Ach doch, ich bin eine Ziege. Kennst du nicht? Hä, alle Ziegen haben Hände. Verstehe jetzt gar nicht, wo das Problem ist. Hast du noch nie eine Ziege gesehen, oder was? Du hast einfach wirklich noch nie eine echte Ziege gesehen. Dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich glaube, das hätte ich zuerst mit Bleistift oder so vorzeichnen müssen. Dann hätte ich jetzt easy mit irgendeiner Farbe drüber malen können, weil ich die Stelle dann weggelassen hätte, wisst ihr? So aus... nicht ausgemalt hätte. Erkennt trotzdem, dass es durchgestrichen ist. Easy. Es gibt bestimmt so also Handschuhe mit Aufsätzen, die nach Paarhuferfüßen aussehen, oder? Erstmal sowas aufsetzen und alle verstören. Weiß ich nicht. Schön. Ja, oder? Ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. No cake. No cake. Dann male ich ihr noch ein paar Sternchen hier hin. Wie mache ich denn sonst mal auch sonst immer kleine Sternchen, ne? Guck mal, das Ei ist doch schön. Hier sind extra so ein paar Sternchen drumherum. Das ist actually richtig hübsch geworden. Oh Gott, bitte nicht. Du machst Flecken. So, Leute! Ich finde, das ist wunderschön geworden.
Du kannst das sehr gut. Ja, ich kann sehr gut. Das war super entspannt, Leute. Sorry, wenn ich ab und zu auch richtig ruhig geworden bin. Das hat einfach so richtig meine Seele geheilt. Das war richtiger Seelenfrieden. Ginger tut als Ziege wenigstens was für die Umwelt. Laut Naomi eignet sie sich als Rasenmäher. Warte, was? Was? Wait, what? Ostereier Soul Healing Stream. War es wirklich der übelste Soul Healing Stream? So zen-artig, ja. Guckt mal, Leute, ich stelle euch noch. Hallo? Oh, hey. Ich stelle euch mal die Eier vor, die ich gemacht habe. Das war mein Kannst erstes. Kannst du es nochmal alle Eier nacheinander in die Kamera halten? Ja, wollte ich jetzt machen. Ja, Shane, jetzt hast du umsonst 200 Bits ausgegeben, man. So, warte. Das hier ist das erste Ei, das ich gemacht habe. Es ist haarig, vor allem. What the fuck, wo kommen die Haare her? Das ist ein Amogus-Ei. Amogus. Ich wollte Chat malen. Dann ist es Amogus geworden. Isn't it great? Mein erstes Ei. Dann das zweite. Ein Wunsch von meinen Patrons. Auf Discord. Wäh. Der Ginger Wäh Sticker. Sieht ein kleines bisschen aus wie Chat. Wäh. Ist hier so. Mit dem Mondjoker, den ich auch habe. Bändchen an den Hörnern. Hörner. Schöner Schwanz hinten noch. Wäh. Oh, ich soll einmal Stundensip machen. Okay, den mache ich zwischendurch noch. Ich habe übelst durch das Amogus gegrapscht. Jetzt ist das voll verschwommen. Oh, scheiße. Meine Finger sind auch schon voll schwarz. Oh, Dibby, danke für 36 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Ah, schlucken, Leute. 2 Stunden streamen wir schon. Schlucken. Wie Pfannkuchen. Das erste geht immer daneben. Boah. Ist aber wirklich so, der erste Pfannkuchen ist mal richtig cursed. So, da. Nein, ich will doch nicht ins Luni-Ei. Das ist doch noch gar nicht trocken. Okay, dieses Ei werde ich als erstes essen. Scheiße. Fuck. Okay, das ist jetzt kaputt gegangen, aber... Hier habe ich einmal ein bisschen was für Finn gemacht. Finns Schwanz kommt einfach aus dem Klo raus. Das ist ein Ei, damit ehre ich Finn. Ist nur Finn sein Ei, kein Verlust. Damit ehre ich Finn. Look at him. Da kommt sein Schwanz aus dem Klo raus. Beautiful. So, dann... Das hier, das ist das Leitmotiv-Logo. Das glänzt so hart, holy shit. Das Leitmotiv-Logo, das habe ich ein bisschen verkackt. Sieht ein bisschen aus wie eine rote Kugel mit Henkeln. Sagt mir alle, ihr seht das Leitmotiv-Logo da drin. Sagt mir alle, ihr seht das, ja? Da, also ja, ihr erkennt bestimmt alle das Leitmotiv-Logo da drin, ja? Garantiert. Ja, klar. Natürlich! Das ist das Dark-Motiv-Logo. Oh, Hust, natürlich. Das Ei mit Henkeln. Oh, fucking hell. Oh Mann, ey. Ich sehe da einen nicht vollendeten Burger. Hey! 1:1. Hey, wer scheißt hier hin? Wer scheißt hier? Nimaro, no! Willst du damit etwa sagen, das hier sieht scheiße aus? Nein, das ist wunderschön. Wunderschön! Oh, Nitschi! Oh Gott, sorry. Hallo, Nitschi! Schön, dich zu sehen! Hallo. So, und dann... wir reden nicht hier drüber. Ich habe keine Ahnung, was das hier geworden ist. Sieht aus wie ein Ei mit Streifen. Sieht actually hübsch aus. Wenn ich die Streifen einmal so ums ganze Ei drumrum male, so... Ne? Das ist bestimmt richtig hübsch. Aber ja, naja, ne? Und als letztes...
Das hier, das ist Loonies Ei. Das glänzt auch richtig schön. Man sieht direkt, dass es Loony ist, weil es hat No Cake. Hier, Loony, für dich. Guck mal, damit kannst du dich identifizieren, Loony, oder? Da sind sogar Sternchen drumrum. Wow. No Cake. No Cake für dich. So, hier sind doch die, sind die schön nochmal drin zu sehen. Ist das nicht toll? Hier vielleicht so, dass man den Schwanz besser sieht. Sieht schon gut aus, ne? Nicht wahr? Ich finde es auch, sieht echt gut aus. Ja, kann man nicht sagen. Endlich hat sie auch Eier. Sie hat keinen Cake, aber jetzt ein Ei, ne? Kann man nicht abstreiten. Ich muss mir vor allem die Hände waschen. Die sind richtig angesapscht jetzt mit Farbe. Ach Gott, ey. Oh mein Gott. So, Leute, aber ich habe erstmal so alle Eier, die ich hatte, einfach mal gefärbt. Aber ich würde heute nicht alle anmalen im Stream. Wenn das okay ist. Wenn das okay ist, würde ich gerne an der Stelle jetzt für heute zumindest für diesen Osterstream Schluss machen. Aber es hat mir echt sehr... Also ich finde, das war ein richtig guter Frühstückstream irgendwie. Ist natürlich kein Minecraft, aber war trotzdem echt entspannt und schön. Und ich hatte Spaß. Ich habe noch nie Eier bemalt. Das hat Spaß gemacht. Auch Eier färben hat Spaß gemacht. Ah, nur leicht überzogen. Nee, gar nicht. Verstehe gar nicht, was du meinst. Ich wollte das noch fertig machen, man. Man. Vergesst nicht, in meinem Merch-Shop vorbeizugucken, falls ihr da noch nicht wart. Und ja, euch ganz tolle Sachen von mir anzugucken oder von den anderen Leitmotiv-Leutchen. Wenn jetzt schon der Leitmotiv-Shop gestartet ist seit gestern. Ja, ich würde sagen... Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin tatsächlich nächste Woche Wochenende nicht da. Deswegen werden wir nächste Woche hauptsächlich in der Woche streamen. Also wir sehen uns wahrscheinlich sogar morgen schon wieder. wenn ich nicht im Streamplan doch sage, okay, wir streamen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Aber ich denke, wir streamen Montag, Mittwoch und Donnerstag oder irgendwie sowas. Würde ich sagen, weil morgen ist ja auch noch Feiertag. Deswegen, ja. Endlich mal wieder ein Frühstücksstream, der 2 Stunden ging. Ja, guck mal, 2 Stunden. Ein bisschen 2 Stunden. Gibt schon einen Streamplan? Nee, mache ich aber heute. Oder setze mich heute ran, spätestens. Wenn halt morgen der Stream ist, dann gibt es heute schon einen Streamplan. Wahrscheinlich. Morgen ist ja auch noch frei, genau, deswegen. Wahrscheinlich streame ich morgen. Wahrscheinlich sehen wir uns morgen direkt wieder. Mal gucken, vielleicht zocken wir einfach entspannt irgendwas. Mal gucken, weiß noch nicht, was wir machen. Ich guck mal ein bisschen, wo es mich hinzieht, worauf ich richtig Bock habe. Jetzt nach der Japan-Pause habe ich prinzipiell viele Dinge, auf die ich Bock habe. Vielleicht spielen wir sogar nächste Woche einfach ein bisschen Minecraft, weil ich es heute nicht gespielt habe. Oh, Hollow Knight. Boah, Hollow Knight könnte man auch noch weiterspielen. Habe ich auch jetzt nicht Unlust so für Hollow Knight. Hihi. Danke für den cozy Osterstream. Nochmals frohe Ostern. Frohe Ostern auch an euch! Danke, dass ihr zu Ostern hier eingeschaltet habt. War wirklich schön. Oh mein Gott. Ich sehe übrigens gerade, dass Mona streamt. Ich habe leider nicht geschafft, ein Mona-Ei zu machen. Habe ja auch kein Naya-Ei gemacht. Und auch kein Luffy und kein Schuh-Ei. Aber dann raide ich euch einfach da mal hin. Raid Mona-Ei. Felia, weil sie macht gerade Minecraft und macht bestimmt noch ein bisschen cozy Stimmung bei sich. Yeah. Frohe Ostern noch an euch. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für dieses herzliche Willkommen heißen nach der langen Pause. Die ersten 3 Streams nach Japan sind wirklich unfassbar schön mit euch geworden. Vielen lieben Dank dafür. Und ja. Mona ist ein Vogel, sie wird selbst genügend Eiern, wird Mona eiern. Fragt sie mal, ob sie eiert jetzt zu Ostern. Oh Gott. Habt ihr nicht von mir? Oh Gott. Wir sehen uns nächste Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Bye bye, Leute. Bye bye.
Bye, bye, bye. Frohe Ostern. Viel Spaß bei Mona. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.